Wer Uhren sammelt, kommt über kurz oder lang an den Punkt, dass er sich die Frage stellt, wie bewahre ich die Uhren auf und wie transportiere ich sie, wenn ich sie Freunden oder Verwandten zeigen möchte oder zu einem Uhrentreffen fahre. Ich zeige euch heute zwei Alternativen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich zeige dir heute zwei verschiedene Uhrenkoffer. Den ersten kannst du auf ganz individuelle Art und Weise gestalten. Link unten in der Videobeschreibung. Der andere ist etwas kompakter, nicht ganz so ausgefallen, nicht ganz so individuell, lässt sich aber aus Standardkomponenten sehr einfach zusammensetzen. Schreib doch in die Kommentare rein, was du darüber denkst. Falls noch nicht geschehen, lass doch gerne ein Abo da und sag mir, ob du diese Art von Videos gerne sehen möchtest, und falls ja, lass auch gerne einen Themenvorschlag da. Jetzt aber zum Koffer Nummer 1. Die erste Variante, die ich hier habe, ist ein Pelicase 1400. Das Pelicase 1400 kostet ungefähr 130 Euro. Ich habe euch einen Amazon Affiliate Link unten in die Beschreibung gepackt, und zu diesem doch extrem robusten Pelicase kann man sich bei Koffermarkt.com einen individuellen Einsatz machen lassen. Dieser Einsatz, der hier für insgesamt 8 Uhren, Zubehör und eine Lupe ausgestaltet ist, hat gekostet 41,28 Euro. Ich packe euch auch eine Beschreibung zu diesem Link in die Videobeschreibung. Es gibt ein Forum, das ist das Sinn Uhren und Technik Forum. Da gibt es einen Faden, der mehrere dieser vorkonfigurierten Einsätze zeigt, aber auch zeigt, wie man ihn individuell gestalten kann. Dazu kommt noch, hier kann man es sehen, Baumaxe, das ist mein Forums-Nickname. Das ist von schnelleschilder.de, kostet 6 oder 7 Euro, sodass man diesen komplett individuell konfigurierten Koffer für etwa 180 Euro bekommt in bewährter Pelicase-Qualität. Der Koffer schließt extrem sauber, mal kurz die Ohren zu halten. Also da ist wirklich alles massiv und stabil. Hier könnt ihr sehen, es sind Metallösen, um den Koffer abzuschließen. Der Koffer hat hier einen kleinen Widerstand. Er rastet also beim Hochgehen etwas ein, dass er auch nicht ungewollt zufällt. Und die Kissen, da kann man die Kissen nehmen aus seinem existierenden Uhrenkasten, wenn man die Aussparungen entsprechend gestaltet, oder auch kleinere Schmuckkissen. Das sind handangefertigte Kissen aus England. Ich habe den Koffer gebraucht gekauft. Insofern weiß ich nicht hundertprozentig genau, wo die Kissen her sind. Aber auch das steht in dem Forumslink drin, den ich euch präsentiere. Der Schaumstoff ist, man kann das glaube ich sehen, aus sehr, sehr stabilem Schaumstoff. Hat nichts von diesem Würfelschaumstoff, der schnell nachgibt und leicht ausfranst. Hier bekommt man Werkzeug oder Bänder rein, und die Uhren, selbst größere Uhren, ich habe also hier eine Uhr mit 43 mm Durchmesser, Ecke nicht an, alles wirklich schön gemacht. Durch den Schaumstoff im Deckel sind die Uhren massiv geschützt, und der Koffer ist also, naja, von vorne schon relativ dick. Man sieht, dass man nach unten sicherlich etwas Platz hat. Aber 8 Uhren sind absolut sicher verstaut und können transportiert werden oder auch aufbewahrt werden. Das Schöne ist, der Koffer ist insgesamt nicht so sehr groß. Ich lege mal hier die Hand hin, dann sieht man es ungefähr 3 Handbreit, 4 Handbreit. Hier habe ich die B&W 2000 Outdoor. Das ist ein Koffer, der ganz, ganz ähnlich aussieht wie der Pelicase. Er ist nicht ganz so robust. Man hört es auch schon, wenn ich die Schließer betätige. Ja, das ist nicht ganz so knackig.
Die Ösen sind in Anführungsstrichen nur aus Kunststoff, nicht aus Metall. Der Koffer ist ähnlich hoch und hier habe ich die Tiefe auch entsprechend anders genutzt. Der Koffer kostet bei Amazon, Link in der Videobeschreibung, um die 51 Euro. Und ich habe hier Standardeinsätze reingepackt. Und zwar sind das die Einsätze aus dem B&W 1000. Die Kissen sind rote Schmuckkissen, die man bei eBay bestellen kann. Die Einsätze werden mit einem Klettband variabel gestaltet. Und es passen zwei Einsätze übereinander, sodass ich in diese Box 12 Uhren verstauen kann. 6, 6, und sie passen problemlos übereinander und die Box lässt sich entsprechend schließen, sodass ich in diesem Koffer in der Tat 12 Uhren verstauen und sicher transportieren kann. Gesamtpreis ungefähr 50 Euro für die Box. Die beiden 6er Inlays kosten um die 10 Euro aktuell, sodass man hier mit 70 plus Namensschild vielleicht 75 Euro dabei ist und eine wirklich robuste und sehr platzsparende Variante hat. Nicht ganz so stabil und nicht ganz so elegant wie der Pelicase, aber für einen platzsparenden Transport oder eine platzsparende Aufbewahrung ebenfalls sehr gut geeignet. Wenn dich solche Themen interessieren, lass es mich gerne wissen. Ich bin wirklich neugierig, ob ihr nur Uhren sehen möchtet oder ob du vielleicht auch diese Randthemen interessant findest. Wenn ja, was? Lass einen Kommentar da und falls noch nicht geschehen, lass doch gerne ein Abo da und freue dich auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, dein Axel.